Das müssen wir jetzt. Ach so, warte mal, wir fangen ja von neuem an. Auf ein neues. Was ist das hier? Jetzt mal ausprobieren. Ah, so. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Mal gucken. Machen wir von der anderen Seite. Erstmal gucken, was hier passiert. Oh. Das ist schwierig. Der Klotz senkt sich ab. Ja, das weiß ich ja. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Wo? Ja, weiß ich. Das ist dann bestimmt auch simpel hier. Mein Gott. Wir müssen das Ding irgendwie. Wie komme ich denn da ran? Das Ding. Daran, Mensch. Das Ding muss ich treffen, das Seil zu treffen, das den Klotz hält. So. Einfach das Seil. Ja, versuch das Seil zu treffen, das den Klotz hält. Sehr gut. Ah, jetzt aber, oder? Was ist jetzt hier? Siehst du von dem Klotz aus was? Wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Kann ich auch nicht kaputt machen, oder? Komme ich denn da jetzt hoch? Wie komme ich denn da hoch? Einfach hochspringen. Geysir unter dem Rad einfrieren? Vielleicht. Unter dem Rad. Ach so, warte mal. Mal gucken. So. Versuch das Seil zu treffen. Ah, jetzt. Ja, haben wir das schon. Haben wir doch schon. Hauptsache, wir erledigen das. Mein Gott, schwere Geburt.
Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Dieses Erdbeben vorhin. Ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Oh, Feinde? Atreus, da vorne. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Mid Avenir. Hey, Zwerge! Oh. Sie rennen weg. Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Das wohl bedeutet hier. Mal gucken. Hey, können wir kurz mit euch reden? Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf Sindari. Falls sie uns reinlassen. Was ist das hier? Die sind unglaublich. Diese feinen Holzarbeiten sind außergewöhnlich. Hä? Da können wir wohl nicht durch. Schöne Gegend hier. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Danke. Was hast du? Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder. Darf ich deinen Bogen kurz haben? Ach, den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich... schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas in Aktion. So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. 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 Ah! Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Nidavellir aufschreckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Weg von dir!
gucken. Jetzt können wir. Gut. Also. Warte mal. Das geh noch mal zurück. Skull War. Guck mal her. Skull War. Hier. Ah. Warte mal. So. Eins von Quasiers Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Du solltest alle sammeln, die du findest. Skullbar. Okay, dann können wir weiter. Kommen wir hier durch? Was ist das denn da? Da ist nix. Schöne Tour nochmal. Hacksilber. Gilt diese Ausgangssperre echt wegen uns? Meine Güte, ja. Uns hat dieses Haus so fest im Griff, dass jeder Außenseiter als Bedrohung gilt. Typischer für Odin geht's nicht mehr. So ein nächster Bossfall wäre nicht schlecht. Stets zu Diensten. So, mal gucken. Rüstung. Was darf ich fertigen? Verbessern. Hey, was ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben? Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Werde ich nicht. Armrüstung, Hüftrüstung. Wir müssen halt gehen, was machbar ist. Das wird mein bestes Werk heute sein. Sehr gut. Hüftrüstung. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Naja. Pass auf! So, geht weiter. Ja, aber richtig schon gut. Das sieht super aus. So, neuer Fight wäre jetzt nicht schlecht. Jeder Außenseiter gilt als Bedrohung. Dient das dem Schutz der Zwerge? Es klingt so. Aber wie ich Odin kenne, steckt noch was anderes dahinter. Also, hier verstecken sich auch alle. Odin hat seine Klauen wirklich tief in diese Welt geschlagen. Aber es gibt keine Wachpatrouillen. Wir sind wohl keine Bedrohung. Wozu verstecken? Statuiere ein Exempel an dem, der sich wehrt. Und der Rest bleibt gefügig. Selbsterhalt kann selbst die Tapferkeit des Stärksten überwiegen. Durch Furcht sind sie sicher und am Leben. Die Taverne muss hier irgendwo sein. Dann klopfen wir einfach an Türen und fragen nach dem Weg. Entschuldigung, aber wir suchen. Nichts für euch. Mir egal, was ihr wollt. Kein Essen, keine aufmunternden Worte, kein Nichts. Verschwindet! Was ist das denn? Ich glaube, die Fuck. Brandbombe. Cool. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ja, ich hab's doch gewusst. Wo geht denn das alles hin hier? Mhm. Was los? Sattgasse hier? Wohl zu nichts. Wozu das alles? Wo ist er denn jetzt hin? Na gut. Kann nicht ewig warten. Na komm. Hä?
Hä? Was war das denn gerade eben? Naja, egal. Da ist nichts. Das ist auch nichts. Haben wir schon hier? Ja, ne? Aha, was ist das denn hier? Hier sind wir. Hä? Warte mal, da war ja noch irgendwas anderes, eine Truhe. Gute Tour. Wie kommen wir denn da hin? So von da. Da geht's weiter. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn da hin? Das wissen wir. Entschuldigt die Störung. Wenn du was verkaufen willst, verschwinde. Wenn du nichts verkaufen willst, dann verschwinde bitte. Ja, was nun? Aber rüberspringen? Nee, nee. Was können wir denn hier machen? Wie kommen wir denn da durch, Mensch? Ah! Skolver! Dort, da drüben. Wo? Könntest du... Nein, danke. Mein Gott, komm doch mal raus hier. Was ist denn da drüben? Machen hier, weil wir nicht vorankommen. Was ist das denn hier? Was hat er denn gesagt mit dort drüben? Spezialausrüstung. Ah. Oh wow. Sindri hat mich übertrieben mit der Empfindlichkeit. Alles hat seine Gründe. Weg damit. Oh, das Leben. Das ist so viel Platz. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühne mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu.
Stimmt irgendwie. Also gut. Ist der das? Ja, das ist der Composer. B. McCreary. Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg? Welches Chaos? Erkläre ich später. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Ja, dann mach's gut, ne? Auch so ein Easter Egg. Verfolgen. Dann machen wir das mal, wenn das die Möglichkeit ist. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Hab mich schon gefragt, wann der Kompass endlich kommt. Also 4 Standorte. Okay. Drücke den linken Touchpad, um zur Karte zu springen. Kompass hinzufügen. Das ist also die Hauptmission, glaube ich. Tagebuch. Ich sag mal das hier. Folgen. Nicht verfolgen. Zurück zur Karte. Okay, dann machen wir das mal. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Bei Sindri klang es, als wäre Dürlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Ein mysteriöses Tor wurde zur Karte hinzugefügt. Bei den Felsen hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Na, warum nicht? Machen wir das. Die Frage ist nur, wie können wir denn. Die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Was halt die erste Mission ist. Gut durchgeführt.
Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht ja, wir wollen auf die Rauchsäule. Ja, aber trotzdem, man kann doch erstmal. Wenn du es nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Ja, wollte ich ja gerade sagen. Ah, warte mal, 118. Und wo lang gehen wir? Gehen wir dahin. Wir gehen also zu Dödlin? Logisch. Die Bergbaumaschinen können auch warten. Hm. Ach so. Na gut, dann machen wir das einfach. Warte mal. Jetzt erstmal da hinten hin. Dürlin. Bergbaumaschinen. Wir könnten uns vor Tiers Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Na hier. Achso. Dann hat sich das wohl erledigt. Mal weiter hier. Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir mal sehen, ob wir sie abschalten können. Gibt es viel zu entdecken. Die schön, eine erwischt. Weile aus Midgard raus zu sein. Über dir! Pass auf! Grimm, da oben! Hol ihn runter! Hinter dir, Bruder! Ach, die Dinger. Die nervigen Dinger, ey. Die hab ich vermisst. Die Dinger habe ich vermisst. Wo sind die denn? Das ist doch cool gemacht. Ja, warte. Oh mein Gott. Machen wir das einfach. Ah, das Leben. Über dir, pass auf! Ah, sehr gut, sehr gut. Nein! Die Maschine ist wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Oh, da war noch was. Mal gucken.
Zwerge einen Handel mit Asgard schlossen. Was ist daran schlimm? Der Handel ist reine Ausbeutung. Es war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Was du da hast, ist reines Svartalfame-Erz. Es wird in der Maschine nicht mehr von Nutzen sein. Aber vielleicht können unsere Huldu-Brüder was draus machen. Huldu-Brüder? Okay, das war Nummer 1. Gehen wir mal zurück. Brauchen ein Boot. Müssen wir erstmal zurück. Wo sind wir gekommen? Da.